Mehr vom Heiligen Geist. Wenn wir die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben, dann können wir Pfingsten das ganze Jahr über erleben. Gott möchte dich mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Er möchte dir stark begegnen und dich mit seiner Kraft und mit den Gaben des Heiligen Geistes ausstatten. Zu den Gaben des Heiligen Geistes siehe 1. Korinther Kapitel 12. Wir möchten dir hier einige Hinweise geben, die dir helfen, auch praktisch in der Fülle des Heiligen Geistes zu leben. In diesem Artikel findest du viele Links zum Thema Geistesgaben, Heiliger Geist, Sprachengebet etc. Du findest den Artikel bei YouTube im Video verlinkt. Auf den Artikeln Unterseiten, die verlinkt sind, findest du auch weitere Links, die dir helfen, wirklich tief in diese Themen einzusteigen. Das Wichtigste zuerst: Jesus persönlich erleben, Lebensübergabe. Um den Heiligen Geist und die Geistestaufe empfangen zu können, ist es notwendig, dass du in Anführungsstrichen von neuem geboren bist. Das passiert, wenn du das für dich annimmst, was Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat. Und mehr dazu findest du hier, Jesus persönlich erleben. Findest du auch im Menü auf unserer Internetseite verlinkt. Der nächste Abschnitt: Empfange die Geistestaufe und das Sprachengebet. Gott möchte, dass du die Fülle des Heiligen Geistes erlebst und dass du die Taufe im Heiligen Geist empfängst, also dein persönliches Pfingsten. Hier findest du mehr zur Geistestaufe und auch ein Gebet, das dir hilft, die Taufe im Heiligen Geist und das Sprachengebet bzw. Zungengebet zu empfangen. Das findest du auf der Internetseite Geistestaufe-Sprachengebet. Und weiterführende Artikel zum Thema findest du auf unserer Übersichtsseite Das Wirken des Heiligen Geistes, Geistesgaben etc. Der nächste Abschnitt: Mit dem Sprachengebet schwere Zeiten durchstehen. Im folgenden Artikel findest du wertvolle Hinweise zum Thema Sprachengebet. Mit dem Sprachengebet schwere Zeiten durchstehen findest du hier verlinkt. Ein Auszug aus dem Artikel. Dieser Artikel ist eine Ermutigung für euch, mit dem Sprachengebet vom Heiligen Geist dran zu bleiben, auch in schweren Zeiten bzw. in anstrengenden Phasen. Bleibt dran. Bleibt mit dem Heiligen Geist dabei, egal wie die Umstände aussehen mögen, egal wie es sich anfühlen mag. Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, sich Zeit für das Zungengebet zu nehmen und dran zu bleiben, tiefer reinzugehen und sich selbst und seinen Glauben zu erbauen. Es geht in diesem Artikel um folgende Themen: Stärke dich im Herrn, schaue auf Jesus, erfahre Frieden in deinen Gedanken und entwickle neuen geistlichen Kampfgeist. Der nächste Abschnitt: Wie du dich immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen lassen kannst. Du kannst dich immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen und in Anführungsstrichen erfrischen lassen. Mehr zu einer Erfrischung und einem wiederholten Erfülltwerden durch den Heiligen Geist findest du in diesem Artikel, wie du dich immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen lassen kannst. Der nächste Abschnitt: Neue Erfüllung vom Heiligen Geist durch Zungengebet und Zungengesang. Wir haben die Musikaufnahme Himmlische Klänge, Heavenly Sounds, veröffentlicht, wo Julia in neuen Sprachen bzw. im Geist singt mit spontaner Keyboard-Begleitung. Dazu hatte sie den Eindruck eines Feuerwerks in der geistlichen Atmosphäre zum Schrecken für das Reich der Finsternis. Das Feuer und Licht Gottes zerstört die Finsternis. Du kannst dir die Aufnahme hier online kostenlos anhören. Himmlische Klänge, neuer Sound von der Neuzeit. Du kannst dir die Musikaufnahme anhören und dazu auch selber in Zungen beten oder singen. Sprachengesang bzw. Zungengesang kann dir helfen, eine Begegnung mit dem Heiligen Geist zu haben. Lasse dich beim Beten oder beim Singen in neuen Sprachen vom Heiligen Geist berühren. Lasse dich von ihm auftanken und neu erfüllen. Denn die Bibel fordert uns auf: Werdet voll des Heiligen Geistes. Nach Epheser 5,18. Der nächste Abschnitt: Auftanken im Zelt. In unserer Prophetie 2019, Zeit im Zelt, hatten wir auch darüber geschrieben, wie du dich, bildlich gesprochen, immer wieder in Anführungsstrichen vom Heiligen Geist neu auftanken lassen kannst. Du findest das im Abschnitt Auftanken im Zelt in der Jahresprophetie für 2019. Der nächste Abschnitt: Der Strom Gottes.
In unserer Prophetie für 2017, Brautzeit und Bauzeit, hatten wir viel über das Wirken des Heiligen Geistes geschrieben. Hier findest du einen Abschnitt verlinkt, der sich mit verschiedenen geistlichen Grundlagen befasst. Der Abschnitt heißt Zusammenfassung von Brautzeit und Bauzeit, der Strom Gottes, der in die Welt fließt. Der nächste Abschnitt, Leben im Geist. In unserer Lehrreihe Lebe in deine Berufung findest du eine Lehreinheit zum Thema Leben im Geist. Das ist der siebte Teil, Leben im Geist, Mini-Input zur Lehreinheit Lebe in deine Berufung. Dann findest du hier noch verlinkt die Übersichtsseite im nächsten Abschnitt zu den Themen Geistestaufe, Sprachengebet und Wirken des Heiligen Geistes. Viele weiterführende Artikel zu den Themen Geistestaufe, Sprachengebet und Wirken des Heiligen Geistes findest du auf dieser Übersichtsseite. Das Wirken des Heiligen Geistes, Geistesgaben etc. Hier das Inhaltsverzeichnis. Über den Heiligen Geist als Person und Gemeinschaft mit ihm. Über das Leben im Geist und was das mit deiner Berufung zu tun hat. Über die Gaben des Heiligen Geistes, Geistesgaben. Über die Taufe im Heiligen Geist bzw. Geistestaufe. Über das Sprachengebet, Geistesgabe und Zeichen der Geistestaufe. Dann findest du dort auch weitere Artikel ohne Audiodateien und auch Artikel auf Englisch. Zum letzten Abschnitt weitere Themenbereiche. Zur Themenübersicht dieser Internetseite mit noch weiteren anderen Themen kommst du unter dem Link www.prophetenschule.org/artikel-downloads. Findest du die Übersicht zu den übergeordneten Themen, zu verschiedenen Themen. Soweit zu diesem Artikel. Wir danken dir für deine Zeit und wünschen dir Gottes Segen.